In 3 bis 5 Jahren, wenn ihr euch dieses Video anschaut, werdet ihr euch in den Hintern beißen und sagen, Omid hat's doch gesagt. Wahnsinn! Wow! Zweiter Gang, krass, krass. Also das untermauert meine These. Das Auto ist so krass unterbewertet. Hey Leute, ich bin Omid, der Luxusautohändler eures Vertrauens. Und heute zeige ich euch den für mich besten Porsche 991 Investment Case, den Porsche 911 Turbo S Exclusive Series. Ein Auto, das auf weltweit nur 500 Stück limitiert ist, und zieht man die beiden ab, die ich hier links und rechts von mir habe, gibt es auch nur noch 498 Stück. Ich zeige euch, warum ich das Auto so geil finde. Kommt mit! Ja, also, wir sitzen im 911 Turbo S Exclusive Series mit 608 PS und ich muss sagen, natürlich wie immer, der Innenraum bei Porsche perfekt verarbeitet, goldene Ziernähte, Volllederumfänge, Carbon mit Goldfaser. Das kostet natürlich eine Stange Geld, da seid ihr locker 100.000 Euro über einem normalen Elfer, aber das ist das Geld schon wert, wenn man es in die Hand nimmt. Ich sage euch jetzt, warum ich denke, dass dieses Auto der beste Invest ist. Das Auto hat einen Listenpreis von 250.000 Euro. Mit etwas Ausstattung haben die Fahrzeuge in 2017, 2018 um die 270, 280 gekostet. Gegenwärtig kann man so ein Auto für unter 350.000 Euro kaufen. Jetzt im Vergleich dazu, der Porsche 911 991 GT2 RS, das für mich natürlich perfekteste Auto aus der 991 Baureihe mit 700 PS, die absolute Speerspitze. Die Autos haben damals ca. 330.000 Euro gekostet, wenn sie ein Weissach-Paket hatten, und kosten heute 450.000 bis 500.000 Euro, sind aber nicht mal limitiert im Gegensatz zum Exclusive Series. Es wurden, munkelt man, um die 3500 GT2 RS ausgeliefert, ohne Limitierung, ohne Limitierungsplakette. Trotzdem wird der GT2 RS deutlich höher gehandelt. Also wir haben hier einen Unterschied von 100 bis 150.000 Euro. Dann das nächste Auto aus der 991 Baureihe, das hochgehandelt wird. Der 911 991 Speedster. Der Speedster ist im Prinzip ein GT3 Cabrio, kann man sagen. Das Auto ist limitiert mit Plakette 1948 Stück. Das heißt, es wurden 1448 Fahrzeuge mehr gebaut als vom Exclusive Series. Und auch so ein schöner Speedster mit Heritage-Paket liegt bei 370.000 bis 400.000 Euro. Also wird auch nochmal 30.000 bis 50.000 Euro teurer gehandelt als der Exclusive Series. Und dann haben wir noch den 911 R. Im Prinzip einfach nur ein handgeschaltener GT3. Später konnte man auch den normalen GT3 handgeschalten bestellen. Damals ging das noch nicht. Damals wurde das Ganze als 911 R vermarktet. Vom 911 R wurden ebenfalls 911 Stück gebaut. Das Auto ist limitiert, aber 911 Fahrzeuge. Das heißt auch wieder 411 Fahrzeuge mehr als beim 911 Turbo S Exclusive Series. Und auch der 911 R wird gegenwärtig bei um die 400.000 Euro gehandelt. Also, meines Erachtens, wenn ich das einmal zusammenfassen darf, dieses Auto liegt bei noch unter 350.000 Euro, stellt aber das optisch deutlich auffälligste Auto dar. Es wurde auch deutlich aufwendiger gebaut und verarbeitet als die anderen Autos aus der Baureihe, ist strenger limitiert, sieht für mich einfach nur brutal aus, hat nach dem GT2 RS auch die höchste Leistung und Performance. Also wenn das kein guter Deal ist, ihr könnt das Auto im Moment noch für deutlich unter 350.000 Euro kaufen. Ich bin mir sicher, die Fahrzeuge aus dieser Serie werden noch deutlich im Wert steigen, Leute. What? Das ist total schräg, dass ich auch gegenwärtig 2 Stück davon da habe. Nachdem ich den ersten angekauft hatte, hat mich ein Händlerkollege angerufen und gesagt, hey, du hast Eier, würdest du auch noch so ein Auto ankaufen? Und ich so, wenn der Preis passt, gerne. Die beiden Autos sind absolute Kopien voneinander. Worin sie sich unterscheiden, sind lediglich die Felgen. Auf dem einen Auto haben wir brutale Carbonräder mit Zentralverschluss, die auch aufpreispflichtig waren. Also diese Räder bei dem sind teurer als die anderen Räder. Bei dem hier haben wir die Magnesiumräder. Das ist eigentlich eine richtig geile Geschichte, wie diese Felgen eigentlich zustande kommen mit diesem Goldrand. Zunächst wird die Felge komplett goldlackiert. Im Anschluss an die Goldlackierung wird sie mit Schwarz überlackiert. Und dann geht ein Laser drüber,
der dann wieder das Schwarz entfernt von der Felge und das Gold kommt wieder zum Vorschein. Nice. Auch mit Zentralverschluss total aufwendig. Ich persönlich muss sagen, obwohl die Carbonfelge natürlich deutlich teurer ist, finde ich, dass die Felge viel mehr zum Wagen passt. Aber das ist Geschmackssache. Auch eine andere Sache, ich glaube, bei beiden Felgen wird es teuer, wenn man einen Bordsteinschaden hat. Aber hier lässt sich vielleicht noch mehr retten als bei so einer Carbonfelge. Die kann kaum noch überarbeitet werden. Da muss dann gleich für mehrere tausend Euro eine neue Felge her. Die 911 Turbo S Exclusive Series wurde auch total aufwendig von den fähigsten Ingenieuren von Porsche in der Porsche Exklusivmanufaktur produziert. Hier nochmal die Plakette. Das sind die exklusivsten Fahrzeuge, die bei Porsche gebaut werden. Das Auto ist der Wahnsinn. Schaut mal, wir haben hier die Carbon-Motorhaube. Hier siehst du die Streifen, also die sind nicht foliert oder so, das ist echtes Carbon. Dann wird halt mit Gold nochmal überlackiert. Dann haben wir auch das Carbon-Dach. Hier. Hier auch nochmal schön. Ne? Du siehst hier die Fuge, wie sie so reingeht. Das sieht einfach fantastisch aus. Verdammt viel Staub. Das liegt aber nicht daran, dass unsere Autos dreckig sind, sondern dass leider im Moment viel in der Luft ist. Die Autos wurden extra gereinigt. Dann haben wir am Auto das Porsche Aero Kit in Vollcarbon. Wir haben die Carbon-Außenspiegel. Wir haben hier das Fensterdreieck in Carbon. Wir haben die Carbon-Seitenschweller. Wir haben die Carbon-Lufteinlässe. Wir haben hier vorne die Schürze aus dem Porsche Aero Kit. Und dann geht's nach hinten und das sieht richtig geil aus hier hinten, Leute. Der Spoiler, ne, der Aufsatz hier auf dem Spoiler ist zum Teil in Carbon. Dann haben wir hier den Aufsatz Exclusive Series auch in Carbon. Das sieht so mächtig aus. Dann haben wir den Diffusor hier hinten mit 4 Auspuffrohren auch in Carbon. Und jetzt schnappe ich mir den Schlüssel und mach mal hier hinten auf. Wir haben hier den 3,8 Liter Biturbomotor drin. Aber nicht wie im normalen Turbo S mit 581 PS, sondern wir haben das Exclusive Power Kit. Das bedeutet, wir haben nochmal 27 PS mehr. Und ganz im Ernst, das sieht doch einfach nur geil aus. Auch wenn man beim Porsche, was ich immer so schade finde, ja nicht wirklich was vom Motor sieht. Aber das bisschen hier macht schon was her. Das Auto wurde unter anderem angeliefert mit einem Reisetaschenset, das ich so cool finde. Man denkt ja immer, da passt ja nichts vorne rein, wenn man auf so eine Reise geht. Aber jetzt schau mal her, was ich hier alles rausholen kann, wie ein Zauberer im Zirkus. Wir haben einmal hier diesen Kleidersack, ganz schick. Ne? Schau mal hier auch mit dem Carbonverschluss. Mega, mit den goldenen Nähten, Exclusive Series, alles noch ganz neu. Ne? Also hiervon wurde noch nichts benutzt. Dann haben wir eine riesige Tasche, nochmal eine tolle Tasche. Das Carcover, auch wieder schick, Exclusive Series. Dann haben wir die Überzüge für die Taschen und das ist die Kennzeichenhalterung. Ne? Also das Auto ist im Prinzip noch brandneu. Es ist nie was dran gebohrt worden, es war noch nie ein Kennzeichen an dem Wagen. Die beiden Autos sind aus 2017 und 2018, also schon 5-6 Jahre alt, haben aber immer noch Werkskilometer. Die sind beide noch brandneu. Mega. Wie gesagt, es war noch nicht mal ein Kennzeichen an dem Wagen dran. Packen wir wieder ein. Wie gefällt euch eigentlich die Farbe Gold? Ist euch das zu prollig oder findet ihr das mega geil? Ich muss sagen, ich feiere die Farbe bei dem Auto. Bei so einem Exclusive Series Fahrzeug, da will man sich ja auch bewusst absetzen. Da will man ja nicht einen dezenten 911er fahren, sondern man will schon den Exclusive Series haben. Und wir gehen direkt in den Innenraum. Also wir haben hier komplett Vollleder mit goldenen Ziernähten. Wir haben die Einstiegsleisten mit Exclusive Series Logo. Alles im Innenraum ist aus Carbon und das Carbon hat Goldfasern. Also wirklich komplett außergewöhnlich. Kein Auto von der Stange. Wir haben hier die Porsche Exclusive Series Plakette mit der Limitierung. Wir haben die Nummer 36 von 500 Fahrzeugen. Also wir haben eine relativ niedrige Nummer, was natürlich immer sehr gut ankommt. Wir haben hier den Alcantara-Dachhimmel, was ja noch schön ist bei der 991-Baureihe. Wir haben noch nicht das komplett digitale Cockpit, sondern es ist nur teildigitalisiert und immer noch teilanalog. Was ist eigentlich eure Meinung zu voll digitalen Tachos? Findet ihr die geil? Feiert ihr das? Oder mögt ihr noch das klassische Analoge? Ich finde voll digitale Tachos komplett legitim. Das ist Teil des Fortschritts und wenn es einfach geil aussieht, ist das doch gut. Porsche ist ja eigentlich als deutscher Sportwagenhersteller eher für die perfekten, aber weniger auffälligen Fahrzeuge bekannt. Dieses Auto ist eigentlich ein krasser Ausreißer aus dieser Philosophie, weil das Auto protzt ja nur so vor Gold, Goldfarben, aufwendigem Carbon mit Carbonziernähten. Also das Auto ist einfach nur
Bam, da bin ich. Wir fahren mal eine Runde. Komm rein. Felix, steig ein. Lässt du mich auch? Komm rein. Es geht nicht. Es geht nicht. Ich drück hier drauf, aber mein Sitz verstellt sich. Oder so. Wieso verstellt sich mein Sitz, wenn ich hier drauf drücke? Wir sitzen im 911 Turbo S Exclusive Series mit 608 PS. Wir geben Gas. Ja, die 608 PS spürt man natürlich. Das ist das einzige Fahrzeug aus der 991-Baureihe, das nach dem GT2 RS über 600 PS hat. Dann macht das auch immer wieder Spaß, so von 60 auf 80 zu beschleunigen und sich einfach nur den Sound anzuhören. Ne? Habt ihr den Spruch gehört? Bei Porsche sind 600 PS immer mehr wert als 600 PS in einem Ferrari. Würdet ihr das bestätigen, dass Porsche PS stärker sind als Ferrari PS? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Was ich etwas schade finde, es gibt grundsätzlich beim Turbo S keine Sportabgastaste. Offen gestanden würde ich mir schon ein bisschen mehr Sound wünschen, ein bisschen mehr Krawall könnte das Auto schon vertragen. Total krass eigentlich, dass ich so ein Auto nie zum Handeln in meinen Händen hatte bis jetzt, was aber auch an der strengen Limitierung liegt. Im Prinzip haben die Kunden alle Konfigurationsmöglichkeiten von PTS-Farben. PTS steht für Paint to Sample. Im Prinzip könnt ihr da mit eurer Jeanshose kommen, die ihr seit 20 Jahren besitzt und sagen, ich hätte gerne die Außenfarbe in der Jeansfarbe und Porsche macht das gegen viel Aufpreis für euch möglich. Aber ihr könnt im Prinzip Ziernähte, Materialien, Heritage Designs, ihr könnt da alles machen. Ihr könnt euch in der Exklusivmanufaktur austoben und ihr kriegt ein perfektes Auto von Porsche hingestellt, so wie ihr das gerne hättet. Das kostet natürlich eine Stange Geld. Da seid ihr locker 100.000 Euro über einem normalen Elfer. Aber das ist das Geld schon wert, wenn man es in die Hand nimmt. Kennt ihr eigentlich eines meiner Lieblingsspiele? Das nennt sich Kameramann ärgern. Das geht so. Und nochmal. Und nochmal. No, no, no! Und wir geben Gas. Wahnsinn! Wow! Zweiter Gang. Boah, das sind. Das Auto ist der Wahnsinn. Das Auto ist eine Rakete. Wie wir gerade hier komplett beschleunigt haben und wie es mich in den Sitz gedrückt hat, das war einfach nur krass. Ich meine, wir haben ja auch 608 Porsche PS. Oh, erstmal durchatmen. Das war krass, krass, krass. Was auch ganz cool ist, ist die Taste hier in der Mitte, die Sport Response Taste. Wenn ihr die drückt, habt ihr 20 Sekunden lang volle Power. Da knallt das Auto alles raus, was es nur drauf hat. Also nicht vergessen, Sport Plus und dann noch Sport Response und ihr habt absolut Spaß mit eurem Turbo S Exclusive Series. Ich drück wieder drauf. Das kann man ja immer wieder verlängern, dann gehen die 20 Sekunden von neuem los. Also das Auto ist so krass unterbewertet und ein absolutes Investmentschnäppchen. Ihr könnt hier einsteigen mit unter 350.000 Euro noch. Ich bin mir sicher, in Kürze ist das Auto deutlich teurer. In 3 bis 5 Jahren, wenn ihr euch dieses Video anschaut, werdet ihr euch in den Hintern beißen und sagen, Omid hat's doch gesagt. Was aber wiederum auch meine These bekräftigt, dass dieses Auto so rar ist und im Prinzip eine riesen Investmentmöglichkeit. Porsche 911 Turbo S Exclusive Series, 2 Daumen hoch von mir. Perfektes Auto. Fazit, wir haben nach dem GT2 RS das für mich stärkste Auto, was Performance angeht. Wir haben die geilste Optik. Wir haben eine Limitierung auf nur 500 Fahrzeuge. Und wir haben einfach einen perfekten Porsche. Das Auto ist eine absolute Kaufempfehlung. Wer Geld investieren möchte, macht, denke ich, nichts falsch mit diesem Wagen.